Dieses Video soll als Unterhaltung dienen. Jegliche Anspielungen auf Personen und oder Verhaltensweisen sind als Spaß zu verstehen. Danke. Hallihallo, meine Lieben. Ich bin's wieder, eure Dagi B. Maxi. Ich bin Maxi. Und zwar habe ich mir heute gedacht, weil es ja viele andere auch machen, dann mache ich das einfach auch. Schwimm auf der Welle mit. Zeige ich einfach Bilder von mir früher, und zwar nehme ich meine peinlichsten Selfie-Anfänge. Und gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Und wir fangen auch jetzt gleich mit dem Video an, aber erst einen Daumen nach oben geben. Und jetzt geht's los. Aber bevor du jetzt weiter guckst, gibt's erst einen Daumen nach oben. Wir fangen an, ich weiß auch nicht, was halt mit mir los ist. Puh. Kommen wir zu meinem ersten peinlichen Bild. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tschüss! Oh mein Gott, ich blende das euch einfach hier ein. Das Bild ist total überbelichtet, ja. Also man sieht mich da, aber also wirklich meine Pickel auf diesem Bild, also total überbelichtet, ne? Ich weiß auch nicht, wo stand ich denn da? Ich glaube, da stand ich vor irgendeinem Fenster und habe versucht, ein Bild zu machen. Also total überbelichtet. Gebt mir aber auf jeden Fall einen Daumen nach oben, ja? So, kommen wir zum nächsten Bild. Boah, keine Ahnung, was da mit mir los ist, ey. Kommen wir zum nächsten Bild. Ach Gott, ja. Das waren meine Schminkanfänge. Und ich muss sagen, sieht ja schon recht gut aus, ne? Vor allem dieses Kleid, wo ich da anhab, das habe ich von einer sehr guten Freundin damals bekommen. Also, dieses Kleid ist wow. Oh, nett. Und dann also meine Schminke, also man sieht schon hier mit meinen Augenbrauen, da habe ich schon ein bisschen rumexperimentiert. Also es geht auf jeden Fall, aber wie man sieht, es hat sich noch verbessert. Habe ich mal die Seite gewechselt und wir kommen gleich weiter auf dem nächsten Bild. Habt ihr übrigens schon einen Daumen nach oben gegeben? Gebt einen Daumen nach oben! Mein Gott, so ein Scheiß! Warum mache ich das hier? Das hier ist aber, also da habe ich dann total meine Schminkphase gehabt und das ist eins der besten Bilder, wo ich habe hier. Also wirklich, das Bild hatte ich auch jahrelang als Profilbild auf WhatsApp, Facebook und überall. Also man sieht es hier, also wow, ich finde, das sieht so gut aus und hier auch, also extra das Puder oder das Make-up, perfekt meine Hautfarbe, also man sieht es einfach und es steht mir einfach so sehr und dieses Make-up mache ich jetzt nur noch zu bestimmten Anlässen, weil das halt was Besonderes ist. Aber ich finde, es steht mir total. Also echt, wow. Kommen wir weiter zum nächsten Bild. Und zwar, ach ja. Ja, da war ich auf dem Klon. Sau! Ich habe versucht, ein Bild zu machen. Und jetzt weiß ich noch ganz genau, zu dem Bild gibt es nämlich eine Geschichte. Und ja, da fangen wir jetzt am besten mal mit der Geschichte an. Ich erzähle euch jetzt mal. Aber am Anfang gebt ihr mir erst noch einen Daumen nach oben. Und zwar habe ich damals, nachdem ich das Bild gemacht habe, habe ich den Julian kennengelernt. Ja, das ist ja mein Freund. Und ja, ne, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ja, wird mich sehr freuen. Meine Baby, Maxis, Entschuldigung. Und das Bild ist ja, scheiße. Also das Bild ist eines der schlimmsten Bilder, wo ich von mir gefunden habe. Allein schon, wie ich da aussehe, wie ich da gucke. Also das Bild ist echt zum Kotzen. Ich glaube, das ist das Schlechteste, was ihr überhaupt jemals gesehen habt. Nee, geht gar nicht. Also ich wollte es euch auch eigentlich gar nicht zeigen. Aber ja. Ich brauche halt Klicks und Geld und gib mir übrigens einen Daumen nach oben. Okay. Habe ich jetzt alles? Reicht es hier? Ich habe keinen Bock mehr auf das scheiß Video. Ja, reicht es jetzt? Ja. Kann ich jetzt gehen? Gut, okay, Alter, kein Bock mehr hier. Maxi? Was? Du musst noch den Abspann machen. Oh, die Schnauze voll, ey. Ohne Witz. Ja, komm. So, das war's mit dem Video. Ich bin, glaube ich, wieder normal. Wie ihr gesehen habt, war das Video eigentlich voll mit Ironie und mit Humor. Wenn ihr erraten habt, auf welche YouTuberinnen ich hier angespielt habe, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare.
Ich glaube, das nächste Video wird es wieder normal, wenn es euch gefallen hat. Ich glaube, ich habe das in dem Video noch gar nicht erwähnt. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Am Mittwoch kommt nämlich endlich mal wieder ein Vlog. Und ich würde sagen, das war's dann. Ihr seht links und rechts, oben und unten, jetzt gleich meine beiden letzten Videos. Und wie gesagt, schreibt's in die Kommentare. Was ist denn heute los mit mir? Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.